Meine Freunde, damit herzlich willkommen hier wieder zurück zu Comic Shanix Simulator 2018 mit meiner Wenigkeit. Wir haben aktuell mal wieder nichts da, aber wir haben einen Schrottplatz bzw. einen Schuppen und noch einen Schuppen und noch einen Schuppen und ja, wir gehen einfach mal zu den Schuppen, dort ganz rechts hin. Denn wir haben ja mittlerweile 118.000 Dollar und vielleicht sollten wir uns jetzt schon mal einfach mal dazu bewegen. Und mal schauen, was es hier so für Fahrzeuge gibt, die man ja eventuell ein bisschen tunen kann. Unter anderem sind ja hier sehr schöne Fahrzeuge bei. Auto kaufen, prüfe Bauteile, Informationen und Sammlerball das Auto. Weil es ist nämlich ein Dis, ist natürlich auf Anhieb nichts bekannt. Ja, doch, bis auf hier unten. Scheint wohl alles so zu passen, aber ansonsten, was das hinten so angeht, und der würde uns 13.000 Ocken kosten. Ja, je nachdem, wie man es halt haben will. Der würde uns 12.000 Ocken kosten. Sagen wir mal sagen, wir kaufen das Auto für 13.000 und gucken wir mal, was wir daran machen müssen, ne? So ein schöner alter Verachter. Garage oder Parkplatz? Ich schätze gern in die Garage. So, das heißt, wir gehen hier wieder zurück zur Garage. Ja, wir müssen unser Einkaufsort verlassen und wir tunen einfach mal das Fahrzeug so ein bisschen. Ebenfalls durch was wir halt machen können. So, sind wir wieder in unserer Werkstatt. Und dann gucken wir mal, das Ding ist so alt, da werden wir wohl leider nichts mit Chip und Co. finden. Hier scheint vieles im Argen zu liegen. Gucken wir mal, was die elektronische Messeinheit noch so ergibt. Aber wir haben das Ding für, für 13.000. Für 13.000 erworben. Also von daher müsste es schon klar sein, dass wir hier noch etwas reinstecken müssten. Naja, Wert des Autos 16.000, alleine jetzt schon. Und so viel haben wir da hier noch gar nicht gefunden, was alles so kaputt ist. Man sieht halt hier zwar logischerweise Batterie und alles. Aber Batterie. Hier geht's jetzt eigentlich nur noch drum. Autos billig kaufen, teuer verkaufen, ist ganz klar. Zündspule B. Gucken hier, Luftfilter rund 1, Vergaser. Hier ist auf jeden Fall einiges kaputt, Vergaser. Der komplette Motorblock müsste, kann mit Hilfe des Kompressortesters geprüft werden. Ja, ich will es ja nicht prüfen, ich will es ja abbauen. Das Ganze hier natürlich noch weg. Das sind sehr viele kleine Einzelteile. So.
Da haben wir uns wirklich ein sehr altes Fahrzeug rausgesucht. Holy moly pepperoni. Schon mal kurz hier die Zündkabel noch wegmachen. Die Zündkerzen raus. Mal den Zylinderkopf runternehmen. Gleich jetzt natürlich hier drüben noch an der Seite. Dann müssen wir nämlich einmal den Motor beiseite legen. So, weg, weg. Ja, Kippschiebe weg hier. So, dann das alles wieder weg hier. So, weg, weg, weg. Gar kein Öl drinne. Passt wunderbar. So. Ich glaube, um das Ding da auszubauen, da muss einiges weg. Auch wirklich von Anfang an weg. Deswegen bauen wir einfach mal ab. Weil der Motor ist halt ja, im Eimer. Aber dafür war er halt auch dementsprechend billig. Das muss man ja auch immer mal auf einer positiven Seite sehen. Alles klar. Ich glaube, die Karre kannst du eigentlich fast komplett. Komplett aufs Minimum. Ja, nicht aufs Minimum, sondern komplett zerlegen. Schade, dass ich halt keine Lackiererei habe, sonst hätte ich das gute Stück nämlich noch lackiert. Aber das bleibt uns da momentan noch verwehrt. So, mal gucken. Ich glaube dadurch, dass wir eh das komplette Ding auseinandernehmen müssen, müssen wir auch hier unten rum alles auseinandernehmen. Jetzt fragt mich nicht, wie viel von diesem Zeug da dran hängt. Weil an jeder Stelle zwei, wenn ich richtig sehe.
Okay, runterlassen bitte. Das weg. Das weg. Das weg. Das weg. Gut, dann. Da ist schon alles wieder leer. Wie kriegen wir denn die Kurbelwelle da raus? Was ist an der Kurbelwelle? Ist ja mit dem Schaltgetriebe verbunden. Tja, da war ja was. Okay. Also muss die Antriebswelle weg. Und ist ja auch noch eindeutig etwas mehr. Anlasser weg. Und das komplette Scheiß. Ich glaube, dass die Kiste muss von Grund auf neu restauriert werden. So, weg. Weg. Jetzt kann die Kurbelwelle rausgenommen werden. Hängt jetzt hier noch irgendwas dran. Gut. Haben wir denn den Motorheber? Okay. Dachte, dafür wäre der eigentlich da. Kein Werkzeug vorhanden. Okay. Hab ich mir wohl verguckt. Motorblock V8. Bremskraftverstärker weg. Also machst du mal hier das komplette Ding draußen. Wenn ich mir das halt hier so unten so angucke, ist halt auch nicht besonders geil. Alles schon durchaus durchgebumst hier. Treibstoffpumpe im Eimer. Eieieiei. Da müssen wir auf jeden Fall gut Geld mit reinbuddern. Das steht jetzt schon mal fest. Gerade wenn ich mir das Gelumpe hier so hinten angucke, hintere Antriebswelle und Co. Da wird einiges auf uns zukommen. Chancen für 50%, ne? So.
Gucken wir mal. Also, da müssen wir ja eh von unten ran. Lassen wir die Hauptkomponenten wieder. Motorblock V8. Motorblock V8. Da gibt es mehrere. Auch sehr angenehm. Welches ist jetzt der richtige? Wir sind zwischen vielen Runden. Ja, dann nicht mehr, okay. Dann ist das der hier so. Für 2500 erstmal hier gediegen einen neuen Motorblock reinsetzen. Und wie es weitergeht, Freunde, erfahrt ihr im nächsten Part. Daumen da lassen nicht vergessen. Und bis dann, haut rein. Peace and out.